So, willkommen zurück zu Let's Play Together. Super Mario Advance mit Rex Money, der mich wieder sehr, sehr weit gebracht hat. Und wir sind jetzt wieder dran. Beziehungsweise ich bin jetzt wieder dran. Und ja, wir sind in Welt Nummer 5 stehen geblieben. Gut, okay, mal gucken, wie die aussieht. Ich bin gespannt, wie ich mich schlagen werde. Und ob ich das hinkriege. Er hat wieder sehr, sehr viel Geschäft. Und ja. Es ist, wie wir gesehen haben, gar nicht mehr so viel. Und ich glaube, ich werde jetzt mal mit Luigi ein bisschen arbeiten. Und wie er schon gesagt hat, im Voranstürmen bringt nichts. Deswegen werde ich, glaube ich, auch mal versuchen, ein bisschen vorsichtiger zu sein. Das klappt ja schon mal prima. Okay, wupp. Und oh, das ist eine miese Stelle. Gut, ich glaube, Peach ist hier... Oh, ich glaube, mit Luigi können wir das sogar nicht so machen. Okay, das sieht recht tricky aus. Wupp und wupp und... Ah, oh, geschafft. Oh, ein Leben, gut. So, ich glaube, den musste man mitnehmen, das weiß ich noch. Und, ja, ich glaube, jetzt haben wir schon verschissen. Denn da oben wäre jetzt ein schöner Pilz drin gewesen. Den kriegen wir jetzt nicht mehr. Hoffentlich kriegen wir jetzt wenigstens irgendwo... Da ist jetzt noch so ein Teil. Na, ich zeige es euch mal, denn... Hier oben wäre jetzt ein Pilz gewesen, über dieser Löcher. Da kommt man aber nur hin, wenn man, von oben daran geht an die Sache. So, ein Ostro in grün. Das bedeutet, dieser Ostro wird nur mit Feuerbällen schießen. So, einmal kurz. Ah, toll. So viel zum Auftanken. Komm schon. Nein, nein, nein. Oh Gott. Komm schon. Bams. Ja, gut. Ja, erwischt. Oh, fuck. Ich will den Pilz. Ich will den Pilz. Ich will den Pilz. Bums. Ja, yeah, wir haben dich gebumst. Grünes Ostro. Ah, fängt ja schon mal gut an. Ist schon mal ein gutes Zeichen. Cursed Clear. Da haben wir schon mal etwas geschafft. So. Ja, ich weiß, es ist Peach, aber das ist mir egal. Ich will es einfach mal probieren. Okay, er sagt ja schon, es kommt irgendwann eine Welt, wo so Riesenviecher auftauchen. Ich glaube jetzt, dass es diese Welt ist. Er hat übrigens ganz toll den Boss geschlagen. Ach, das ist die Stage. Ja, hier habe ich mich damals mit... ich sollte vielleicht lernen, Bomben sofort wegzuschmeißen. Ja, das war die Stage, wo ich mich damals mit Toad richtig derbe aufgeregt habe. Im Original Mario Bros. 2. Und ich glaube, mit Peach ist doch ein bisschen... Nein, 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 ich sag's lieber nicht. Auf der sicheren Seite. Uiuiui. Ui, ui. Ja, ich ahne schon, dass hier so ein Fliegviecher kommen. So eine Moskitos, ne? Nein, die zwar nicht, aber Spinnen... Uiuiuiui. Nein, nein. Och, du. Ja, es kommen doch so eine Fliegviecher. Ach, du bist doch so eine Pussy. Ja, komm, versuch's mit Toad. Ist mir egal.
Ach ja, vorher vielleicht mal saven. Halt dich doch mal fest, du Blödmann! Boah, das Klettern. Das Klettern war schon Mario Bros. 2 echt total anstrengend. Hier ist es wieder mal nicht anders. Weil ich dieser komische Wubbelkopf auch nicht richtig festhalten kann. Ich kletter mal hoch, ist mir egal. Komm, rein ins Türchen. Was ist da oben? Hoffentlich ein Herzchen. Ja, gut, danke. Gut, was kommt jetzt? Oh nein, es ist die Stelle. Passt auf. Das ist fies, das kann man nicht wissen. Okay, jetzt so rum. Das weiß ich noch. Und jetzt müssen wir an den Rand und hoffen, dass wir es noch... Das ist mies, das kann man nicht wissen. Oh, das ist fies. Oh, die Stelle ist... Oh, die Stelle ist mies, weil... Das weiß man nicht. Das kann man nicht wissen, dass es da... Dass da jetzt Spikes kommen. Ja, und ich glaube, deswegen sind die ganzen Herzen da. Gab's... Oh, Mann. Ich hasse diese Stelle. Na toll. Fast kein Leben mehr. Oh, die ist so assi, die Stelle. Die ist so kacke. Nein! Och! Ah, ich hasse diese Stelle. Jetzt habt ihr auch gesehen, warum. Vor allem da unten wäre es Ziel gewesen. Da unten wäre so schön das Ziel gewesen, Jans. Jetzt verkacken wir hier. Toll. Ah, jetzt habe ich es weggeschmissen. Oh, mit dem Runterfallen ist es mies, weil das weiß man nicht. Das. So eine blöde Stelle. Das kann man nicht ahnen. Gut, wenn ich jetzt nochmal Game Over gehe, dann werde ich jetzt Peach hier benutzen. Ja, ich werde Peach hier benutzen. Ja, leave it to me. Hoffentlich. Vielleicht. Toll, ich kann mir eigentlich gleich sterben lassen, oder? Ja, eigentlich geht's noch. Nein, nicht nochmal denselben Fehler. Das wäre noch schöner. Schnell durch. Oh, diese Bomben. Gott. Komm, da unten ist doch was. Hundertprozentig ist da unten was. Na, können wir beide killen? Ne, hat nicht erreicht. Gut, da den müssen wir mitnehmen. Da gibt's nämlich ein Herzchen. Und das brauchen wir. Na toll, aber leider nicht hier. Toll, toll, toll. Oh, ich erwische wieder genau die Stelle, wo kein so ein Herz ist. Oh Gott, war das knapp. Nein, lieber nicht. Ich hau ab.
Es kommt gleich die Stelle wieder. Uiuiui, oh, flattern. Irgendwie ist mir gerade egal, was da drüben ist. Ich will einfach nur in den nächsten Bereich kommen. Das ist alles, was ich will. Ich sollte vielleicht zum Herz rüberlaufen. Ich glaube, das war eine schlechte Idee, oder? Oh, es ist so gemein. Oh Gott, jetzt haben wir's. Das war dumm. Das war richtig dumm. Okay, machen wir es ganz in Ruhe. Schieß lieber dreimal. Genau. Wir könnten noch den Fisch schnappen, aber... Nee. Oh, ich bin so dumm. Warum habe ich das gemacht? Scheiße. Oh nein. Ich hatte doch schon fast den Kaffee, die Scheiße. Okay, Concentration. Kriegen wir hin. Eigentlich ist das so einfach. Toll. Klasse Wurf. Astreine Leistung, Princess. Na toll. Genau deswegen habe ich den Fisch. Obwohl... Jetzt schaut er wenigstens nicht mehr. Machst du bitte... Ja, danke. Dann machst du bitte Eier. So, komm. Ich will diesen Bereich nicht mehr machen. Ich will ihn nicht mehr sehen. Tschüssikowski und auf Wiedersehen. Kurs clear. Bonus ist mir vollkommen egal. So, schaffen wir bis zum Boss. Dann können wir vielleicht einmal eine ganze Welt abschließen. Das war dumm, das gebe ich auch zu. Gut, ich gebe dem Ganzen jetzt noch einen Versuch und beim nächsten... Game over. Werde ich abgeben. Ah, durchrushen ist vielleicht hier keine gute Idee.
Oh, ein Stern. Richtig, wenn man alle eine gewisse Anzahl an Kirschen aufnimmt, dann bekommt man übrigens einen Stern. Der irgendwann noch endet. Choose a player.